Das Leben strahlt in neuem digitalen Glanz. Eine ganze Welt per Videochat. Yay! Physische Distanz. Manchen reicht das nicht, aber ich bin frohen Mutes. Die Mattscheibengesichter, sie haben auch was Gutes. Ich kenn jetzt alle eure Wohnzimmer. Da hat sich Covid schon gelohnt. Immerzu hab ich gedacht, was der wohl daheim so macht und wie es aussieht, wo es macht in seinem Wohnzimmer. Ich kenn jetzt alle eure Wohnzimmer. Da hat sich Covid schon gelohnt. Immer schon wollte ich wissen, welche Farbe haben die Kissen auf der Couch in deinem. Mal auch treff, diese Bilder bleiben prägend wie Hypnose. Ich seh nur noch Kontrollverlust in Jogginghose. Früher sang Van Dannen über räumliche Distanz. Heute ist verbale Nähe unsere neue Eleganz. Alle sind authentisch, alle sind wie ich und du. Alle sind alleine, doch sie schauen sich dabei zu in ihrem Wohnzimmer. Ich kenn jetzt alle eure Wohnzimmer. Ich schau schon immer gerne mal, hat der Bücher im Regal, Harry Potter oder Kant oder Bilder an der Wand, wie ist dein Wohnzimmer? Zeigt mir alle eure Wohnzimmer, zeigt mir deinen ganzen Mist und ich sag dir, wer du bist oder wer du gerne wärst, Zeit, dass du das klärst. Filmt euch, dann seid ihr nicht so einsam. Aufgeräumt. Gib es zu, du hast aufgeräumt. Das ist doch sonst bei dir sicher nicht so aufgeräumt. Gib es zu, du hast aufgeräumt. Journalisten erkenne ich an seinem Zimmer, seinem Tristen. Ich erkenne jeden Tisch und jedes Sofa. Ich kenne jetzt sogar die Bude von Jan Hofer. Sogar der hat ja damals aus seinem Zimmer raus was gefilmt. Ach, ne? Jan Hofer, ist das nicht der nette Herr aus der Tagesschau? Ja, also jetzt nicht mehr. Also ich meine, kaum schreibe ich den in mein Lied rein, zack, weißt du, geht er in Rente. Aber ja, genau der. Und sogar der hat aufgeräumt. Aufgeräumt. Jan Hofer hat aufgeräumt, auch bei dem ist es sonst sicher nicht so aufgeräumt. Geben Sie zu, Sie haben aufgeräumt. Vielen Dank.